So, Leute, und willkommen zu einer Folge Minecraft, Minecraft Apolli hier auf meinem Kanal. Und, genau, wir sehen schon immer noch hier, Tops hat eine Glatze im Hintergrund, jo mai. Und, genau, nämlich, gut ist noch open, jo mai. Genau, wer es noch nicht weiß, Jörs30.shop hier, wie, Dings hier, wie im Hintergrund. Auf Jörs30.shop für saftigen Merch hier. Nämlich, gibt's ja auch den nächsten Hauben. Also, falls ihr im Winter irgendwie Hauben braucht, unbedingt demnächst ja auch in den Shop schauen. Und genau, der Pullover, für erst noch ich weiß, ist richtig flauschig drin. Habe ich auch ein Video schon gezeigt, in dem Facecam-Video. Und, also ich glaube in der 2D-Video war das so. Und genau, nämlich heute habe ich relativ viel zu zeigen. Und ja, genau, nämlich wollte ich heute schauen. Warte mal, Team Melone? Warte, warte mal, ist hier gerade Team Melone gestanden? Warte mal, hat Flo... Nie im Leben hat Flo das alles geclaimt, oder? Was ist da? Warum hat Flo sich reingeklemmt? Warte mal, hat er seine Items wahrscheinlich wieder geholt, oder? Was ist das hier? Irgendein Buch oder so? Okay, ich kann auf jeden Fall nicht mehr reinschauen. Ich muss erstmal entclaimen oder so. Okay, habe ich Geld? Ja, ich habe Geld. Ich muss, glaube ich, das alles, glaube ich, erstmal ausgeben, dass ich das hier irgendwie claimen kann. Und genau, ich habe nämlich die 20 Chunks, was ich hier gekauft habe, habe ich hier dazu geclaimt. Aber Flo hat sich trotzdem irgendwie durchgeclaimt. Okay, das heißt, ich schaue jetzt erstmal hier runter zum Dings. Und davor wollte ich noch hier Dings machen. Davor wollte ich noch hier zeigen. Oh, warte mal. Ich kann nicht mal durch und Flo hat alles kaputt gemacht und... Ah, okay, ich zeig's nachher. Alles gut, Leute. Ich gehe jetzt erstmal runter, kaufe ein paar Dings. Dings her. Und genau, hier wird nämlich... Das wird nämlich ein... Hier ist das Job. Also, wie gesagt, der ist noch im Bau hier. Und ja, dann, jetzt kaufe ich mir erstmal so Dings. Also, anscheinend, weil vorige Folge haben wir nämlich... haben wir nicht die ganzen Chunks hier... haben wir bei Flo eingebrochen mit Tops. Und was ist das? Warte, hier ist entclaimed. Warum kann ich die nicht claimen? Warum kann ich nicht öffnen? Ich glaube, das ist nämlich die Chest von Clubs hat er geschrieben. Und genau. Das heißt, ich kaufe jetzt erstmal 40 Chunks. Das heißt, wie viele Chunks hat er geclaimed bei mir? Er hat 1, 2, 3, 4 Chunks. Ich glaube, wir haben mal 4, glaube ich. 1, 2, 3. Okay, merke jetzt nicht aus. Das heißt, ich kann mal 3 entclaimen hier. Und nicht nur wieder claimen. Das ist richtig dumm von Flo. Warte mal. Das heißt, 1. 2, ah, ich kann gar nicht entclaimen. Warte mal, 1, 2, 3, das sollte so irgendwie passen eigentlich. Wenn ich jetzt irgendwie hingehe, sollte ich das eigentlich dingsen können. Sollte ich das eigentlich entclaimen können? Und genau, wer weiß, ich weiß, wie gesagt, Instagram in die Kommentare schreiben. Also in, nicht Instagram in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, einfach bei Instagram mich taggen für die guten alten Sachen. Weil Tobs hat mir eigentlich jetzt die Dings, die Sachen wieder zurückgegeben. Und was ist das? Ich sehe gerade, Dings Zero. Geht's dir gut? Bist du eingeschneit worden? Aber hier ist gar kein Schnee. Ich weiß nicht, warum. Umschlagst du mich? Böser Zero. Umschlagst du mich? Böser Zero. Ich keine Ahnung. Zero mag es, glaube ich, gerade nicht irgendwie, das Dings zu werden. Genau. Jetzt gehe ich erstmal wieder hier nach Hause. Weil jetzt entclaim ich das gleich hier. So. Und davor wollte ich ihr noch was anderes zeigen hier. Alright. So, so. Und ich muss ja auch irgendwann demnächst hier irgendwie so eine Art Rezeption oder so unten bauen. Kann man, es wird alles noch gemacht. Also keine Angst hier, Jomai. Welcher Stock ist er? Ich glaube, 6. Ne, 5. war es, glaube ich. Hier ist schon wieder komische Geräusche von Viechern. Und hier haben wir immer noch nicht neues gebaut. Hier habe ich geschrieben, ich soll hier auch irgendwie Fritz oder so irgendwie einstellen oder so, weil es gibt ja so eine Quest. Und genau davor wollte ich auch jetzt was zeigen. Nämlich 5. Stock, glaube ich. 5. Ne, 4. Stock. 4. Stock. Nämlich hat hier eine gute alte Dings hier. Nämlich hat Cactus Paint hier ein paar Fanarts gezeichnet. Zum einen hier, wo ich schlafe. Und wenn man das umdreht, steht dann Übung 5, Seite 33. Ich weiß nicht genau, was da steht. Ich bin hier einfach, wo ich hier schlafe, am Tisch, keine Ahnung, mitten in der Nacht oder so, wo ich die Hausaufgaben oder sowas mache. Und hier ist auch ein kleiner Cactus. Das ist ja richtig cool. Wie gesagt, auf Instagram, Cactus Painter, yo mai. Und genau, die hat auch noch hier, oder die oder der, hat auch noch hier, den, mich in einem Porsche gedreht. Also, wie gesagt, mein Traumwagen, yo mai. Gemalt, richtig cool, ist halt richtig cool geworden. Vor allem die Felgen hier mit dem One-Point-Dings, One-Point-Felge oder wie man sagt, ich weiß nicht genau. Also, wo nur ein Schrauben zum Raus drin ist. Und ja, mit den guten alten GT3S-Felgen und hier noch als Nummer, also Kennzeichen hier, Jas 33 und hier, wie ich drinnen sitze, hier steht auch GT3S. Richtig, richtig cool. Wie gesagt, Instagram könnt ihr vorbeischauen, schauen, Cactus.painter, yo mai. Und genau, hier doch gezeichnet nämlich Easy Yulf Flops 33. Hat nämlich hier auch ein richtig cooles Fan hat gemacht, wo ich mit so einer Sonnenbrille bin. Hier so ein cooler Cactus, yo mai.
Kaktus auch im Hintergrund. Richtig cool. Wie gesagt, auf Instagram taggen oder auf meinen Discord. Zweiter Link in der Beschreibung. Einfach nachschauen und Fanarts schicken. Yo, mein. Und genau. Nämlich habe ich hier was vorbereitet. Merchwand, genau. Nämlich müsste ich hier, warte, ich drück mal O hier, dass es rechts oben Dings ist. Ich wüsste hier, wenn ich Merch von mir habt, wenn ihr ein Hoodie oder so, ich habe gesehen, ein paar von euch haben am Hoodie, ein T-Shirt oder was auch immer, könnt ihr einfach hier Jonathan30.job vorbeischauen, wenn ihr halt ein T-Shirt haben wollt. Und wie gesagt, einfach auf Instagram, die ersten vier Leute, die ein Bild von deren Merch hier, also von euren Hoodie oder eure Tasse oder was ihr gekauft habt von Jonathan30.job, die Namen, also die werden praktisch hier auch gegrüßt. Das heißt, die ersten vier, die ein Merch, also wenn ihr zu Hause ein Merch habt, könnt ihr einfach auf Instagram gehen, das posten, mich taggen und dann werde ich die ersten vier Leute hier mit die Bilder werde ich einblenden und die Namen und die werden dann auch namentlich gegrüßt von mir. Also wie gesagt, schaut bei Instagram vorbei, wie gesagt, ich glaube, vierter Link in der Beschreibung oder dritter, wie gesagt, einfach mehr Anzeigen bei Beschreibung klicken und ja, ich wollte jetzt noch nachschauen, was Flo hier jetzt genau gemacht hat. Nämlich, will ich das erstmal hier entclaimen? Ich kann nicht mal durch. So, ich habe jetzt hier Flo angeschrieben. Es ist ein kleiner Bug hier, dass man nicht entclaimen kann. Jetzt sollte ich eigentlich hier entclaimen können, Joma. Das heißt, drei Chunks, 1, 2, 3. Das heißt, die sind jetzt erstmal entclaimed. Die kann jetzt jeder beitreten. Muss ich aber unbedingt demnächst ändern. Und, genau, jetzt kann ich endlich. Und ja, genau, ich glaube, jetzt habe ich nur seine ganzen Sachen hier mitgenommen. Und sonst hier sind noch meine Cases. Wollte ich eigentlich auch noch aufmachen. TNT hat es nicht mitgenommen, das ist gut. Und genau, er hat nämlich hier, Dings gemacht. Okay. Hey Julian, das mit meinen Items war nicht sehr nett, aber kein Problem, denn ich habe einen Profi, einen Brecher des Jahres 2016, 2017 und 2018, also nicht schwer für, also ich bin der Profi-Einbrecher, also nicht schwer für mich, die wiederzuholen, okay? Ich dachte mir, wenn ich eh schon da bin, kann ich das Gebiet hier gleich meines ernennen. Schadet ja nicht. Ich mache dir, also er hat ja hier einfach alles geclaimt, ich mache dir ein Angebot. Ich gebe dir deinen Lemonka-Bogen? Zurück und trage eine Folge lang Franzl-Merch, wenn... Warte mal, Lemonka... Warte mal, Leute. Hat Flo immer noch den Bogen? Weil in Livestream haben wir nämlich gesagt, dass... ist Flo praktisch in das Loch gesprungen, die jetzt praktisch unter den Bedrock geht. Und da hat er gesagt, er hat den Bogen gedroppt und er hat den nicht mehr. Aber er hat den immer noch. Und ihr habt doch in den Kommentaren geschrieben, dass er noch bei Flo gelegen ist. Okay, alles klar. Und ich sage eine Folge lang Franzl-Merch, wenn du mir Blöcke zurückbringst und wir Frieden schließen. Deal? Wenn du Blöcke nicht geklaut hast, finde heraus, wer es war und bringen mir für eine Belohnung wie beschrieben. Alles klar. Oh, fast vergessen. Blöcke und Slime will ich wieder haben. Wenn Blöcke tot ist, wenn Slime tot ist, dann gibt es Rache. Okay. Slime habe ich nicht gestohlen, gell? Wenn du Blöcke und Slime nicht hast, dann klau ihn von Tobs. Oder easy und bringen mir für die Belohnung plus ein Friedensgeschenk. Okay, ist 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, ist nie. Es steht gar nicht. Wahrscheinlich nur auf der letzten Seite wird mir. Ja, genau. Hashtag Top stinkt. Das ist wahr. Top stinkt. Ja, mei. Und genau. Das heißt, ich muss. Also, Blocky habe ich versteckt, okay? Und Slimy habe ich nicht. Ich schwöre, ich habe es einfach nicht. Und ich habe den einfach nicht gestohlen noch. Ich schwöre auf den Lemonka-Bogen, den Flo hat. Dass ich hier, warte mal, hier hat Flo die, ups, jetzt wollte ich nicht die Blöcke abbauen, hat Flo die Tür falsch platziert. So. Nämlich, ich hoffe, das Schaf ist, glaube ich, immer noch auf Ausflug oder so. So, jetzt kann ich auch, glaube ich, irgendeinen Fehler hier, zuerst links, ja, okay, genau. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal hier ein Case-Opening. Ich glaube, in der nächsten Folge machen wir das, dass wir Flo Blöcke zurückbringen oder so. Weil ich habe Blöcke versteckt, da, wo ihn keiner findet. Und für ein Friedensgeschenk, wisst ihr Leute, ich habe eh nicht viel Stuff gerade, also von daher, hab's jetzt rossitig mal rausgenommen hier. Genau, heute wollte ich das Ultra-Mega-Unboxing machen, Jome. Das Ultra-Mega-Unboxing, so. Und ihr habt gesagt, die Dings, die Weapon Cases sind richtig, richtig Dings. Okay, was, erste Item, was bekomme ich? Okay, 6 Seeds, nicht gut. Okay, 19 Emeralds habe ich auch bekommen. 19 Emeralds und 6 Seeds. Stimmt, ich muss jetzt auch so die ganze Chest-Sortierung muss ich noch mehr oder weniger machen. Alright. Das heißt, hier kommt gleich, oh nein, hier ist Cobblestone, das heißt, mache ich gleich Cobblestone. Hier mache ich so, das heißt, hier ist gleich die Seeds-Chest mehr oder weniger, also die Natur-Chest. Okay, nächstes Dings, Voidbox. So, was komme ich? Tree Branch, Repair to Stick Quality Bulky. Okay, das ist nicht gut, das ist ganz gar nicht gut. Okay, was ist das nächste? Goldbox. Was komme ich? Bogen mit Flamme 2, das ist gut. Eine goldene Karotte. Das ist sehr gut. Und ich kann auch eine Dings, glaube ich, mache da unten gleich. So. Eine Essenschest. Nämlich habe ich für Flo auch Essen geklaut. Und ja, wie gesagt, ihr habt auch
Folge, richtig viel Hate verbreitet in meinen Kommentaren. Wirklich, das ist nicht notwendig, ja. Flo hat auch hier wieder, ist hier wieder zurück eingebrochen, Leute. Das ist einfach ein ewiges Hin und Her, versteht ihr? Einer bricht mal an, der andere will Rache und so weiter und so fort. Aber ist doch witzig, Leute. Findet nicht? So, alright. Das heißt hier Flammebogen, richtig gut. Alright, das heißt nächste Box hier, Goldbox. Cookies und Slimeball und Prismarinschatz. Ein Slimeball, wo gebe ich denn hin? Ich glaube, ich gebe den mal irgendwie hier hin. Prismarinschatz, wo gebe ich Prismarinschatz hin? Ich glaube, ich mache irgendwie eine Chest Sonstiges oder so. Dann ist das irgendwie die Sonstiges Chest, wo ich auch random Zeuge reingebe. Das ist eine Essenschest hier, kann ich gleich hier so machen. Kann ich gleich Cookies reingeben, weil Cookies sind aber auch immer gut. Ich meine, wer will doch keine Cookies? Cookies kann ich auch verschenken hier. Alright, das heißt, so, Goldbox, nächstes Goldbox. Oh, ein Diamant, nicht schlecht, nicht schlecht. Ein Diamant, geht, ist nicht schlecht. Ancient Box, was kann man hier kommen? Lol, Clay Bomb, Fire Lance, bitte lass die Fire Lance. Fire Lance, Leute, Fire Lance. Oh, was ist das? Clay Bomb, ich glaube, ich hab das Space Fireman schon. Okay, ich glaube, ich habe das unnötigste Item, glaube ich, bekommen. Ah, es geht. Okay, es ist Bow Box. Okay, ich kann hier einen Great Bow kriegen. Blast Bow, ich habe den Blast Bow nämlich. Das heißt, ein Great Bow, Great Bow. Peter Light, Great Bow, Great Bow. Was ist gekommen? Emerald Bow. Plus 1100 Luck. Was heißt das? Ist es nur so ein Klischee? Warte mal, der nimmt sich leicht ab. Keine Ahnung, was das genau ist. So, keine Ahnung. Plus 1100 Luck. Was ist das? Flourish Shield. Okay, Shield brauche ich auch nicht wirklich. Okay, jetzt schauen wir. Wir machen es spannend, ja? Jetzt schauen wir immer, wo praktisch was reinkommt. Okay, Daggerbox. Ich kann Heat Knife bekommen. Das ist Gold. Aber es ist richtig schwer zu bekommen, gell? Bitte, 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 bitte. Oh, ich habe Stone Dagger. Aber ich weiß nicht, kenne die irgendwie bei. Ich weiß nicht, was für ein Spiel kann ich jetzt vergleichen? Irgendein Spiel oder so, wo man praktisch Geld ausgibt für Dings. Leute, by the way, nicht Geld ausgeben für Spiele. Das ist relativ undings, weil die meisten Spiele euch nur abzocken. Wie gesagt, einfach hier, es gibt nämlich manche Spiele, wo man praktisch 0,001% Prozent Chance praktisch hat, ein gutes Item zu bekommen. Und ja, ich glaube, das ist bei uns nämlich auch so. Und das sparen wir zuerst am Ende auf, okay? Das heißt, Great Sword, wir können Hammer Great Sword, Ragnarok und Check bekommen, okay. Was kommen wir? Gold Great Sword, ah, richtig Ding, ist richtig schlecht, richtig schlecht, richtig schlecht. Ich gebe es mir jetzt zu den Schwerte hinzu. Ah, es ist richtig schlecht, okay. Hüllenbox, Daggerbox, die öffnen noch. Das heißt, wie gesagt, Heat Knife, Heat Knife, Heat Knife, Heat Knife. Oh, Emerald, ja, es ist immerhin schon besser, ja. Immerhin schon besser als nichts, ja. Alright. Das heißt, die letzten paar Boxen sparen wir uns auf. Sparen wir uns auf Dings hier auf. Auf die letzten, von Ende der Folge. Alright, das heißt, ich habe jetzt hier, was ist das für ein Book and Quill, Book and Quill. Also ich habe da hier lieber Tobes. Ah, nee, das eine ist der Vertrag, okay. Das heißt, in die Random Chest gebe ich euch den Vertrag rein und das von Flo. Alright, so, genau das habe ich noch. Basic Case, keine Ahnung, mache ich aber auf. Also komme ich, oh, lol, Advanced Pickaxe, Mining Speed 12. Warte mal, ich habe noch die Efficiency Dings, Spitzhacke. Thin, Mining Speed 11. Alter, die baut richtig schnell ab, gell? Level 1. Aber ich weiß, ich gebe es auch mal hier rein. Ich weiß nur halt nicht, wie stark die ist oder so. Oder wie viel, was der alles abbauen kann. Ich wollte jetzt erstmal die Items hier hochholen, von den guten alten Dings. Und ich wollte, wie gesagt, wie versprochen hier, wenn die Items da drinnen sind in der Chest, weil zuerst war es ja buggy, weil ich Tobes seine Haare wieder hinbauen, ja? Und, ja, fürs Haare hinbauen habe ich nicht das ganz... Oh, jetzt geht's, genau. Fürs Haare hinbauen habe ich nicht was ganz Gutes überlegt. Ich muss jetzt ein paar Mal herumfliegen. So, ja, ich glaube, ich würde mal hier ein paar Mal herumfliegen, praktisch mit dem Hanggleiter und hier wieder runterfliegen vom Tower, dass ich die ganzen Items mal oben habe und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, da bin ich wieder, hab gerade nur meine ganzen Items hier eingelagert und so, ups, da habe ich gerade ein Screenshot gemacht, Junge. Genau, nämlich habe ich hier noch die ganzen Blöcke von Tobes, die ich abgebaut habe und die will ich nämlich jetzt wieder hinbauen. So, nämlich wollte ich, habe ich ein bisschen Cobblestone auch mitgenommen. So, nämlich wollte ich hier, ich habe nämlich eine richtig gute Idee gehabt, das war, eine Idee eines Zuschauers. Ich weiß nicht genau gerade welche, aber falls du der Zuschauer bist, kannst du in die Kommentare schreiben. Oder du fühlst dich halt jetzt angesprochen. You know. Nämlich habe ich so eine Idee gehabt, dass ich Tobes einfach so eine Frauenfrisur mache. Ihr wisst, was ich meine? So eine ganz lange. Alright, nur ist richtig schwer. Und genau, während das ich hier baue, wollte ich noch hier es ansprechen. Nämlich habe ich am 12. hier Geburtstag.
Das ist nämlich, wenn die Folge am Montag kommt, ist es glaube ich übermorgen oder so circa. Alright, so. Ich muss hier nämlich gut bauen. So. Und ich glaube, ich mache hier noch einen Cut eventuell. Es wird hier länger dauern zum Bauen. Und ja, wie gesagt, ich mache kurz Cut, dann sehen wir uns gleich wieder. Und so. Jetzt ist es endlich fertig. Okay, Leute. Ihr seht momentan nichts. Und ja, ich habe Tobs jetzt einfach wirklich lange Haare gebaut. Nämlich hier gehen die Haare einfach. Ich hab sie so gebaut, dass sie einfach bis easy, zu easy rübergehen. Und ihr seht schon, okay? Ich schau mal nur am Boden, okay? Eine Sekunde. So. Okay, Leute. Seid ihr ready? 3, 2, 1. Und hier. So sieht es aus. Ich meine, er hat Haare. Aber er hat. Ich habe extra noch hier so ein pinkes Style dazu gebaut. Nochmal am Anfang, wenn man nicht so vorbei rennt, normal. Aber wenn man einfach hier durch über zu der Seite rüber geht, sieht man die richtig langen Haare. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut ausschaut. Ich kann ja doch so ein bisschen improvisieren. Aber ich finde es mega cool einfach. Hier habe ich noch ein kleines Loch hier. Ich habe dazwischen Hohlraum gemacht. Also Hohlraum ist ja dazwischen, wenn man zum Beispiel hier aufgräbt, glaube ich. Denke ich, tue ich. Irgendwo ist nämlich Hohlraum dazwischen. Und ja, wenn man halt da, weil ich habe, weil die Blöcke sind sich sonst nicht ausgegangen. Und so, nämlich habe ich hier zwei Schilder vorbereitet und die Chest abgebaut. So, hey, Tobs. Da im Vertrag stand, dass dass ich deine Haare wieder bauen soll. Hab ich es getan. Viel Spaß. Nachher Julian. Richtig cool einfach. Okay, das heißt, Tobs hat schon 9 Tote. Ich finde es auch richtig cool. Ist gar nicht so schlecht geworden eigentlich. Also für Tobs steht es eigentlich. Und ja, ich habe noch Dings. Ich glaube, das ist irgendwo gedroppt gekommen. Wegen Silk Touch oder so, oder? Okay, never mind. Er kann auch irgendwie buggy. So, ich wollte jetzt noch ein paar Quests machen, weil ich will mir ein paar Chunks claimen, wo die ganzen Items jetzt drin sind. Alright, Wohltier, der richtige gemeinnütziges, etwas gemeinnütziges am Spawn. Ich weiß nicht, ob das jetzt C direkt, aber ich mach mal nicht Taschengeld. Für den $100 Shops habe ich auch noch nicht. Gucci Gang, okay, mache ich vielleicht demnächst hier Weihnachten, schenke ein cooles Weihnachtsgeschenk. Habe ich auch noch nicht, weil noch nicht Weihnachten ist. Steht einen Mitspieler mit einer Falle? Habe ich leider auch nicht. Die kleine Mitspieler etwas, was er liebt. Das haben wir nicht Folge gemacht, den Blocky nämlich. Und so, alright, das heißt so. Und es gibt noch Trolling. Trolling Spieler richtig hart. Ich weiß nicht, ob das mit dem richtig funktioniert. Photoshop bei den Spielern und füge es bei ihm ein. Habe ich auch noch nicht. Und tot. Okay, ich schau mal hier, was ihr noch gibt. Nämlich habe ich doch geschrieben, ein Quest gibt es hier blau. Das habe ich noch nicht geclaimed. Genau, das habe ich sogar nicht geclaimed. Nice, okay. Ist mir gar nicht auffallen. Ritter, töte 50 Zombies. Okay. Händler, Trade and Things Mod und Team. Nehme ich schon Spieler auf. Muss ich auch noch machen. Das heißt, jetzt gibt es hier noch. Ich kann ja was machen, Statistik, springe insgesamt 30.000 Mal. Ich kann jetzt noch ein paar Mal springen, schau mal, wie viel ich schon gesprungen bin. Gesprungen bin ich. Sprinted, fallen, flown, dove, walked, gesprungen, jump, with jump. 17.000 Mal bin ich gesprungen, wenn man es hier sieht, 17.000 Mal. Alright, das heißt 17.000 Mal bin ich schon gesprungen. Ein paar Mal muss ich halt noch springen, dann habe ich's. Eroberung. Ich claime 5 gegnerische Chunks. Habe ich bei Tobs gleich mit Tobs habe ich das gleich. Ne, da haben wir 3 entclaimed. Ich glaube, es zählt, glaube ich, insgesamt. Also wenn man insgesamt zählt, dann habe ich schon mindestens 5 Dings gehabt. Okay, was gibt's denn noch? Zitronen, bis jetzt eine Linie von 16 Chunks. Habe ich leider noch nicht. Hat Flo wahrscheinlich schon. Bis jetzt eine großen 6x6 Bereichen Chunks. Das habe ich vielleicht schon. Schau ich gleich. Bis jetzt 50 Chunks. 50 Chunks habe ich ja schon, oder? Eroberung. 50 Chunks habe ich. Das heißt 50 Chunks. Herrscher. Easy. 50 Chunks. So. Alright, was gibt es denn noch? Krieg. Ich kenne jetzt 10 gegnerische Chunks. Ich glaube, das habe ich noch nicht. Errichte eine Festung so groß wie seine 9 Chunks. Okay, das kann ich vielleicht auch demnächst machen. Nein, Dings. Vorantausch. Tausche für eine Folge deinen Spieler, deinen Gott mit einem anderen Spieler. Habe ich noch nicht leider. Apollo. Was gibt es denn noch? Götterprüfung. Schüler, den weiteren Quest von Gott, okay. Ich glaube, mein Gott ist, glaube ich, immer noch Dings. Urlaub oder so. Okay, Arbeitskraft, schon Mitarbeiter. Ich glaube, das war es hier jetzt erstmal. Padawan, erledige 60 Quests.
Könnte ich auch schon haben. Erreiche ich Portal 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, weil ich sehe kurz. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 Quests habe ich. Das leider noch nicht. Jetzt schaue ich noch, ich kaufe mir noch ein paar Dings. Also 1, 2, 3, 4, glaube ich. Ich habe 10 mal 10 Dollar. 5, 6, 7. Das heißt, 7 Chunks kann ich mir jetzt holen, 7 Chunks, und den Rest gebe ich hier noch schnell rein hier. Ich glaube, ich habe eh nicht 50 Dollar noch. Das 7 Chunks kann ich mir hier holen. Jo, mei. So, jetzt will ich mal wieder zurückgehen. Dann öffne, glaube ich, jetzt noch zur Folgenende der, die guten alten Boxen hier. Alright. Das heißt, ich kann mir ich kann mir 7 Chunks, 1, 2, 3 und, warte mal, 7 Chunks. Ich habe jetzt gerade, das heißt 7 Chunks. Ich habe 3, das heißt, ich kann, glaube ich, 2, wenn man jetzt sagt, 1, 2 umwandeln. Wenn man jetzt sagt, es heißt 1, 2, 3, ich habe 7 Chunks, das heißt, jetzt mal nur 4. Wenn ich jetzt 2, sind ja 40, das heißt, ich kann 1 ein, einclaimen, wenn ich es jetzt so mache. Und genau, 1 wieder claimen. Das war's, genau, Punkt, genau, Punkt. Habe ich jetzt gekauft und Flo ist hier immer noch 1 da drin. Und genau, jetzt soll es eigentlich wieder passen, hier mehr oder weniger. Alter, mathematischen Grundkenntnisse sind halt die besten, oh mein. So, ja, wie gesagt, 1930 unterstrich official hier. Warte, ich kann eigentlich hier gleich hochgehen. 1930 unterstrich official. Einfach hier auf Instagram eingeben und nachher mich taggen, wenn ihr ein Fanart machen wollt. Und genau, mein Turm sieht auch so cool aus, gell? Kann ich euch gleich zeigen. Ich habe nämlich ein paar eine neue Chest-Reihe hier gemacht, nämlich hier vorne. Nämlich hier, wo man Bücher und so alles hat. Und genau, ich habe jetzt wieder meine ganzen Sachen drinnen, also hier meine ganzen Items wieder. Und, ja, so, ich habe noch ein paar Blöcke, das heißt, ich, habe ich, jetzt wollte ich auch schon, habe ich einen 6x6 Bereich. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, okay, ich brauche noch hier irgendwie die, also brauche noch genau einen Chunk, dann habe ich eigentlich die Dings. Alright, jetzt mache ich nur noch die, genau, Crystal, Box habe ich jetzt, und ja, ich habe die ganzen wertvollen Box, warte mal, wo ist eine Box jetzt hin? Okay, hier sind die ganzen Boxen noch, okay. Das heißt, ich mache als allererstes die Dagger Box auf, was kriege ich? Okay, wieder so ein Dagger. Jetzt zum Abschluss der Folge. Was bekomme ich da? Highland Dings? Hä, ich habe gar nichts bekommen. Alles klar. Okay. Highland Box. Okay, da kann man was Gutes kriegen. Heroes Bow. Das heißt, Heroes Bow habe ich eigentlich schon gehabt. Was kommt da? Okay, irgendein Essen, was viel Damage macht. Das bekomme ich jetzt. Highland Schuh habe ich schon gehabt. Was noch? Bottle Fairy. Keine Ahnung, was das ist. Hielt dich automatisch, wenn du beim. Also wenn man stirbt oder so, kann man das anwenden und dann bekommt man extra 4 Herzen, das ist gut, also extra 5 Herzen oder so. Alright, das heißt hier noch ein Schild, brauche ich nicht, Bottle of, keine Ahnung was, Bottle of, Jumme. Essen kann ich hier reinlegen. So, jetzt kann ich noch, jetzt kommen die guten, okay, Weapon Case, okay, Free Weapons, was bekomme ich, wie öffnet ihr jetzt? Oh, Spreadshot, okay, Shotgun Munition, Hellfire, was ist das? When thrown at people, okay, es killt alle Gegner, Dings, Metal Slug, bitte irgendwas Gutes, Kanonenball, was ist, komm, irgendwas Gutes, oh lol, was, hä, hab ich gerade irgendwelche Items gespawnt, hä, oder was war das hier, hä, kann ich überhaupt killen, nein, ich sterb gerade, oh, oh, nein, schnell weg, was sind das für ein Monster, oder killen sich gegenseitig, hä, macht das die Chest, nee, hä, wie hab ich nicht gerade gespawnt, was sind die random gespawnt? Hallo, was waren das? Oh nice, ich hab's gekillt, aber was waren das gerade, hä? Alles klar, und irgendwo ist hier ein Picture Frame, oder? Ja, das ist jetzt nicht mehr grün, das ist schade. Egal, okay, letzte Box, Leute. Für die Ende des Folge, letzte Box, alles Gute. It must be 15 und 100. Okay, ich muss einen Skill auf Level 15 haben. Okay, habe ich bald, dann kann ich den Ring benutzen. Aber der ist, glaube ich, auch richtig cool. Alright. Experience to your lowest level. Okay, es gibt. To lowest level, ignore skills below. Okay, es gibt Experience. Das heißt, wenn ich den benutze, dann bekomme ich praktisch XP. Also dann werden meine ganzen Dings hier gelevelt. Unter 15 sind oder so. Und ja, dann gebe ich das noch hier schnell rein. So. Bam, bam. Easy peasy. Yellow Mouse Weezy.
So, dann würde ich jetzt auch sagen, das war's für die Folge. Lasst mir ein Like, ein Abo da und dann würde ich sagen, schau auf Jonas30.shop vorbei. Habt noch einen schönen Montag hier. Und ja, wie gesagt, Jonas30.shop hier für saftige Federbanal, also für Federmäppchen und Tassen. Wie gesagt, einfach Jonas30.shop. Aktiviert die Glocke, lasst unbedingt ein Like und ein Abo da und schreibt unbedingt in die Kommentare, was ich nächste Folge machen soll. Ich glaube, ich brauche da, glaube ich, einen Job oder so, ich weiß selber nicht. Wie gesagt, das Abo und ein Like da und schreibt in die Kommentare, wie ihr die Frisur von Tobs findet. Und ja, zeigt euren Freunden, dass ich hier jetzt Tobs seine Frisur umgeändert habe. Wie gesagt, schickt das Video einfach an euren Freunden. Lasst ein Like nochmal da, schreibt in die Kommentare, aktiviert die Glocke und würde ich sagen, schaut euch an, das Adresse.shop vorbei und ciao!